you're all ready to walk away, but I'm not just gonna leave him like this. Schon klar. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir nicht versuchen, ihn zu begraben. Also, ihm... ihr das nicht mal anbieten. My mom, a real funeral. My dad and I had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. That's all I can give him. Ich kann's verstehen. I understand. He should be buried with your mom. But we can't focus on that right now. We have to be ready to leave. I'm not going. What? Sam, you can't still be thinking. My mom is here, Paige. Everything I have of her. And Greg. If you want to leave, go ahead, but I'm not coming with you. Dann stirbt sie auch. Wie kriegen wir sie dazu, mitzukommen, wenn wir fliegen? Oh Gott. Da. Oh Gott. Warum? I'm sorry. But I can't go. This house meant everything to my dad. It's all I have left. Was ist mit Norma? I'm not just gonna abandon it. So what happens when Norma comes? We fight with everything we have. Was haben wir denn? No matter what happens, thank you. I owe you my life. Sorry it took me so long to say it. Ja, aber du wirst es jetzt eh wegschmeißen. Das ist irgendwie dumm. Wir müssen ihr helfen. Das kann ich schon absolut nachvollziehen. Aber dass sie hier nicht weg will, das verstehe ich nicht. Sie wird doch immer noch einen Drang zum Leben haben, oder? Oh oh. Ich dachte gerade, sie treten jetzt auf die Schaufel. But I have to finish this. I've got some weapons stashed in my room. Old duffel bag. Should look familiar. Okay. Should make sure everyone's armed before Norma gets here. Auf jeden Fall. Wir brauchen die Waffen. Wir sollten einen guten Hinterhalt vorbereiten, wenn wir kämpfen wollen. Und natürlich. Das hilft gerade überhaupt nicht. Mit den Visionen. So wie es uns die ganze Zeit schon kein Stück geholfen hat. Irgendwas noch hier, bevor... Nee, wir müssen ihn ansprechen. Oder nur zu ihm gehen. Das reicht schon. Ich kann es verstehen. Hast du überhaupt... Also, kennt das nicht. Sei vorsichtig, okay? Das ist gefährlich. Vor allem nicht den Finger direkt am Abzug halten, immer nur daneben auflegen. Es ist keine schlechte Idee, dass sie jetzt auch Waffen tragen. Im Notfall könnten sie auch mal treffen. Empty. Oh. Okay, dann laden wir sie mal. Hm? Can I help? I wanna do something. Na klar. Los. Sure, go ahead. Those slide in there. Round side forward. How could they just die like that? Greg and Dad. Ach, Kleiner. I thought we were safe here. What am I supposed to do? Es ist in Ordnung, Angst zu haben. Everyone gets scared sometimes. I'm not afraid. Nicht? The guy who did it killed my dad. Mhm. He's gotta... I mean... The things he said... The way he was laughing about dad. Du willst, dass er leidet. Can't get away with it. You wanna hurt him, don't you? Careful. Feelings like that can get you in trouble. I heard you guys talking. There's more people coming to the house. Yep. Sam's hurt. If she... They can't hurt her too. You have to stop them. Sie ist zäh. Your sister's tough. I wouldn't worry about her too much.
here. I don't know if I'm ready. You know, to have one. Oh Gott, gib Sam die Waffe. Take this to your sister. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. Sam sollte eher eine Waffe haben als er. She didn't always come to this. Ja, es wäre schön, wenn man Sachen auch anders lösen könnte in dieser Welt. Aber, oh Gott, es ist leider fast nie so. Janie, Rich, what's hold up? He's not cooperating. What do you want to do? Yeah, we don't have time for this. We're moving. Wer sind es? Oh mein Gott, wir hören sie. Das ist so perfekt. Sorge dafür, dass Pete und Paige bewaffnet sind. Okay. Rauf, rauf, rauf. Klar, jeder braucht jetzt eine Waffe. Ich weiß, die Kinder zu bewaffnen ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber wenn man so wenig Leute hat, dann gibt es fast keine Entscheidung mehr. Music? Michonne, nein. Ja. Ach, verdammt, Michonne. Nicht die Musik. Nicht in so einem Szenario, okay? Okay, Michonne, warum? Oh nein. Oh Gott, ich hatte noch nie so einen Traum. Das ist voll komisch. Hier drüben. Here, over here. Oh Mann. Nee, warum geht ihr denn weg? Oh Gott, die Tür ist bestimmt gut offen. Oh wow. Puh. Hey Kleiner. Ach Mann. Na, für ihn ist das ja noch komplizierter. Das ist aber schöne Musik. I like that. It's pretty. My dad gave it to me, so I wouldn't have to hear the things out there. As long as I stay in my fortress, I'm safe. It keeps all the bad stuff out. I put pillows and blankets against the wall. War das eine Idee von deinem Dad? Was ist your dad's oh, das war vielleicht nicht die beste Idee. My dad makes sure I'm always safe, so nothing can happen to me, ever. Especially not those things. I know what those monsters out there are. Wendigo. Grandma told me about them. It's what happens when someone eats another person. Oh, er denkt, das wären nur Kannibalen? I hadn't heard that one before. Do they scare you too? They make lots of noise. Even at night. Jeder hat mal Angst. Getting scared is normal. Really? Happens to everyone sometimes. Mm-hmm. But my dad's not scared of them. I've been waiting for him. Uh-oh. Where is he? Why didn't he come get me yet? Where's my dad? Oh Gott, ein böser Mann hat ihm wehgetan. I'm so sorry, Alex. Something terrible happened. A bad man came and hurt your dad. What? He shot him. No, I don't believe you. I want to see him. Please. Oh Mann. Was macht diese Welt nur mit den Menschen? Did my dad become one of them? Nein. It's what happens, right? Denk nicht über diese Dinge nach. Noch nicht. Er ist wirklich zu jung dafür. We just need to keep going. It's all we have to do. The rest doesn't matter. It's not fair. Du musst stark sein. Alex, das würde dein Vater wollen. Okay. I can't. Two and three checked in. Coming up on the road now. Hey, keep the chatter to a minimum. Our friends are listening. Warum wechselt ihr nicht einfach die Frequenz, ihr Deppen? Oh Mann. Ja, wie sollen wir den Kleinen denn jetzt dazu bringen?
Oh, yay, Größenmarkierung, damit wir noch mehr mit unseren Kindern in Kontakt gebracht James werden. James Fairbanks? Alex Fairbanks? Können wir nochmal ran? Wir könnten, aber wir machen's nicht. I should leave him alone. Und sonst noch irgendwas hier nehmen. Also Clowns, solche Clowns, die sind überhaupt nicht... Ich muss sagen, Clowns gefallen mir irgendwie nicht mehr. Fuck, fuck, fuck. Warum, Michonne, warum? Kannst du nicht bitte an was nicht so Schlimmes die ganze Zeit denken? Okay, sie packt schon mal. Sie hat auch eine gute Waffe. Wir sprechen erstmal mit ihr. Oh, hey, I didn't hear you come in. Were you able to talk some sense into her? Or do you still think digging a hole is a good use of Sam's time? I've never seen her like this. She's... Sam möchte sich wehren. Sam wants to defend the house. She wants to fight. You're kidding. Norma's got more people, more guns. There's no way we'd win in that fight. I don't know why Sam thinks she can protect her brothers here. I'll be out of your hair soon enough. Never belonged here anyway. Same as you. That's one thing we got in common. Squatters and other people's lives. Das ist dein Zuhause. This is your home. This place was never mine. They let me hang around, play make-believe. I left my real life a long time ago. Norma's gonna be here soon. If they're not ready, I won't stick around just to watch this fall apart. She's so stubborn, though. I just hope it doesn't get her killed this time. Du kannst die beiden doch nicht verlassen. James and Alex. They've lost enough today. I know. I know. I'm not trying to hurt them. The Fairbanks kept me safe, but I don't know if I can do the same for them. Boah. Auf jeden Fall kriegst du Munition von uns. Here. Wofür auch immer du dich entscheidest. Die brauchst du. Okay. Mehr ist hier nicht. Da müssen wir noch runter zu Pete. Aber ich würde zumindest nochmal den Rest durchgucken. Ich erwarte auch schon wieder gleich eins unserer Kinder, was durch den Raum rennt. Warum auch nicht? Poster. Super Greg! Oh Mann. Mhm. Er hatte keine Chance. Ich höre doch schon wieder was. Da hat jemand nach seiner Mutter gerufen. Ein Diplom. I remember getting my Virginia Law. Doesn't mean much now. Ha, sie hat auch Jura studiert. Interessant. Irgendwas Interessantes hier drin? Oh. Ein Brief. An John von... John. Take care of our children and take care of yourself. Oh Gott, sollen wir den... Ich denke, es ist ein Abschiedsbrief, ne? I'm sorry. I know that doesn't help or explain anything, but it's true. Can't stand watching you and the kids suffer, knowing what's going to happen to me and what I'll become. Better to spare you that pain. Es ist wirklich besser. I love you more than anything. Sophie. Boah. Das ist auch eine krasse Entscheidung. Das Foto, da sehen die beiden so glücklich drauf aus. They look really happy together. Ja. Aber das ist alles schon davor. Zerfallen. Fuck. Mir gefällt sowas überhaupt nicht. Ich mag Horrorspiele einfach nicht. Und es geht wieder runter. Ich weiß, das ist nicht echt. Nicht mal im Spiel ist es echt. Und trotzdem gefällt es mir nicht. Gehen wir mal in die Küche. Ist hier noch irgendwas?
Kinderzeichen. Zeichnung. Ist okay. Waren wir nicht schon bei Tür zu Sams Zimmer? Hier irgendwas?